Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Wir müssen einmal ganz kurz zu Dagobert. Ich wollte nur mal eben hier mein Lager wieder befüllen und mein Inventar leer machen. Und wir müssen dann auch mal ganz kurz, das machen wir vielleicht gleich nochmal, diese Sachen hier, die verkaufen wir. Und das nehmen wir auch. So, das kann da liegen bleiben. Ich will mal nochmal... Dreamcharts hier verwerten, diese da. So, den Wels brauchen wir auch. Hier können wir gerade nichts reinpacken. Ein paar Blümchen, passen hier noch Blümchen rein? Diese passen da noch rein, ne? Und dann haben wir nur noch blaue. Okay. Das heißt, wir machen einmal hier und das war Dreamlight, genau, mit Traumscherben. Wir stellen alles her. 1750 Dreamlight, das haben wir jetzt nur, weil wir so viele bekommen hatten in der Post. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, so, ja, wow, voll easy peasy. So, einmal ganz kurz hier rein, dass wir uns aufladen. Passen die Plümchen noch hier rein, die auch? Ach, traumhaft. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. So, dann ganz kurz hier raus. Einmal mit dem Dagobert reden. Der müsste in seinem Laden sein. Und dann mal ganz kurz zum Verkaufsstand von Goofy, dass wir unsere Sachen verkaufen können. Die Edelsteine, damit wir hoffentlich bald Geld haben. Hallo. Gebe ich dir. Bitteschön, der Wels. Sei gegrüßt, Nachbar. Genial. Was war also Ihr fairer Preis für diesen Wels? Sie hat mich gebeten, ihr eine der seltensten Blumen im Dorf zu bringen. Wie ich es erwartet habe, ihre Abmachungen sind Verbraucherfallen. Eine der seltensten Blumen im Dorf gegen einen gewöhnlichen Fisch, den man in jedem Gewässer des Dorfes fangen kann. Das ist unverschämt. Es ist an der Zeit, diese Gaunerin als solche zu entlarven. Ich werde ihr sagen, was ich von ihr halte. Okay. Geh mit Dagobert zu Ursula. Okay. Wir gehen nur ganz kurz am Laden vorbei, wenn es dir nichts ausmacht. Mal dahin, bitte. So. Mal weg, wenn wir schon lang gehen. Bitte schön. Hallo, hallo, Kuppi. Hallo, Kuppel. Verkaufen. Das, das, das. Alles wird verkauft. ...6.000 nur. Naja, immerhin. Oh. Verkaufe Edelsteine. Das nehmen wir doch gerne noch mit. Dann einmal unten zu Ursula. Oh, gut, dann können wir einfach hier lang laufen. Das mal ganz kurz mitnehmen. Ja, Dreamcharts brauchen wir ganz viele. Okay, einmal hier runter, bitte. Und einmal zur Ursula. Hier kann ich jetzt nicht reinlaufen. In alle anderen Türen kann ich halt immer so mit gegenlaufen. Ah doch, man muss nur an der richtigen Stelle gegenlaufen. Okay, verstehe. So, da sind wir schon, Madame. Ich kann jetzt mal mitnehmen. Hör zu, wie Dagobert Ursula wegen ihrer Geschäftsmittel unsere Rede stellt. Du, ich habe Beweise für deine faulen Geschäftspraktiken. Sie stinken. Was ist los, Dagilein? Hast du Angst vor etwas Konkurrenz? War klar, dass sie so reagiert. Niemals! Vertrau mir, ich werde einen Weg finden, deinen heimtückischen Machenschaften ein Ende zu setzen. Darauf kannst du dich verlassen. Nur wie, wenn du so beschäftigt bist mit der Suche nach diesen... Es hat... Es glänzt, nicht wahr? Sieh genau hin. Er hat da was verloren. Es ist gerade angespült worden. Ich schätze, es kommt von irgendeinem großen Schatz. Meinst du nicht auch? Er hat es doch bekommen, sie jetzt verloren, oder? Verflixt und zugenäht. Eine Goldmünze. Eine einzelne Goldmünze. Wo es eine gibt, gibt es normalerweise noch mehr. Also sie verarscht ihn und gibt ihm eine, damit er weggeht. Vergiss, weswegen ich hierher gekommen bin. Ich muss gehen. Und Goldmünzen sammeln? So vorhersehbar. Allerdings... Hast du eine Minute Zeit? Einen schönen Tag noch.
Sisa, vergiss diese schreckliche Geschichte mit Ursula. Wir haben jetzt ein viel dringenderes Problem. Es gibt einen Schatz in diesem Dorf und wir können nicht zulassen, dass er von jemand anderem als uns gefunden wird. Ich werde nachforschen, was für eine Art Schatz es ist. Nein, es sein könnte und mich melden, sobald ich mehr weiß. Okay. Ja. Wirklich vorhersehbar. Du zeigst ihm eine Münze, er denkt, es gibt gleich richtig viele davon. Und dann ist ihm der ganze Rest wieder egal. Ist schon, ja, schon ein bisschen, mehr als ein bisschen schlecht, sagen wir es mal so. So, ich hätte auch einfach von hier rüberlaufen können. Ich wollte nochmal gucken nach Harthölzern. Und wir nehmen natürlich hier wieder die Steinchen mit. Ich weiß noch nicht, wofür wir Geld brauchen. Ich habe ja überlegt, ob ich mir hier den Teleportpunkt mal freischalte. Der kostete, glaube ich, 5.000. Wir haben jetzt 12. Da ist auf jeden Fall Holz. Aber wenn wir dann noch neue Bewohner bekommen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Dreamlight. Dann müssen wir da ja auch wieder ein Haus bauen können, ne? Immer noch keine Hölzerchen. Das wird ja ewig dauern. Ich würde halt echt gerne eine neue Tür aufmachen, dass wir einen neuen Bewohner bekommen. Ich überlege aber, ob ich lieber halt eine Tür aufmache oder hier noch ein Gebiet eröffne quasi. Das kostet ja auch immer... da ist noch ein Holz. Da ist noch ein Holz. Ich und mein Holz. Ja, ich weiß halt nicht, wofür es sinnvoller ist. In dem neuen Gebiet können wir halt dann auch wieder hier die Sachen sammeln. Das heißt, wir könnten die Quest fertig machen. Aber die Quest fertig machen an sich können wir auch einfach, wenn wir hier weiter rumlaufen. Es dauert eben so ein bisschen länger. Vielleicht egalisiert sich das quasi. Also vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus. Wenn wir erstmal busy sind mit einem neuen Bewohner, dass es uns dann gar nicht mehr so lange vorkommt hier mit dem Holz. Ich weiß aber nicht, wie viel haben wir denn? Dreamlight. 3750. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon eine Tür aufmachen können. Bringe zwei Geschenke. Da können wir eher glatt mal hier was schenken. Dann kriegen wir auch schon mal was. Wow, bin ich froh. Ich habe etwas für dich. Was kriegt ihr denn mal? Bitteschön. Ein Apfel. Hast du dir schon mal gewünscht? Sehe ich doch. Wow, ist das für mich. Danke. So, das heißt, wir kriegen ja 150. Baue 5 Gemüse an. Können wir ja glatt mal eigentlich... Obwohl, wir haben gerade nicht genug dabei. Aber das können wir vielleicht mal oben eben machen. Ich würde halt nur gerne noch mehr Holz finden. Und ich fürchte nämlich, dass 3000... Was haben wir jetzt? 900 oder so? Nicht ausreicht. Ja, wir gehen erstmal zurück. Wir brauchen noch 17 Hölzer. Ich kann mal ganz kurz noch gucken. Sammlung war das, ne? Charaktere, wir sind schon 7 mit ihm. Wenn du wilde Pflanzen und Früchte sammelst. Also mit ihm könnten wir nochmal abhängen. Er braucht Traumschau, blaue Hortensie und Cracker. Blaues Sumpfmilchkraut. Diese Blumen, ne? Die könnten wir den eigentlich... Rote Kapuzinerkresse. Ja gut, wo es die gibt, weiß ich jetzt nicht. Sonst hätte ich ja gesagt, wir können den halt auch diese Blumen einfach mal eben bringen. Rote Glockenblume finden wir, glaube ich, auch nicht. Schließe Freundschaft. Ja, ja, ja. Schließe Freundschaft. Rapunzel neu verföhnt. Mutter Gutel. Elsa. Und Christoph können wir auch noch kriegen. Und die können wir dann auch irgendwann noch kriegen. Schließe Freundschaft. Den Scar würde ich auch sehr gerne. Ratatouille ist, glaube ich, hier. Die beiden sind... Wally und Ratatouille sind, glaube ich, diese beiden unteren. Was wollten wir denn jetzt? Hab schon wieder vergessen. Ach so. Pflanzen. Anpflanzen. 5 Sachen anpflanzen. Das heißt, wir ernten hier erstmal... Thank you.
wir pflanzen das. Achso, hätten wir auch gleich mehrmals machen können, so. Aber hier an der Ecke war auch gleich noch was. Ja, genau. Oh. Nein. Ich will das ernten. Ach Mann. Hätte viel besser klappen können. Das Gemüse haben wir gemacht. Dafür machen wir das auch gerade. Ich muss echt mal mehr auf diese Quests achten. Okay. Den Fetten hier. Und die nehmen wir nochmal mit. Alles, was wir halt so einsammeln, pusht eben auch die Freundschaft, ne? Und mit Dagobert würde ich mich ganz gerne noch mehr anfreunden, aber... Ja, wir wollten genau was... Wir wollten einmal da oben reingehen. Ich bin auch schon echt... nicht mehr ganz beisammen. Und mal gucken, was die nächste Tür kostet. Ich weiß halt auch nicht, wann wir zu Elsa, ob wir da einfach mal wieder reingehen können. Ja, diese drei gehen, das weiß ich ja. Da können wir zu keiner hin. Die können wir auch nicht, die ist offen. Die können wir auch nicht, da können wir auch nicht. Da können wir auch nicht. Die können wir auch überall nicht. Da auch nicht. Da musste irgendwas in der Mitte, glaube ich, musste man da sehen können, ne? Damit die aufging. Ich glaube, so war das. Ja, gut, dann gucken wir noch mal ganz kurz hier rein. Achso, nee, hier war das nicht. Da oben gab es auch nichts. Gucken wir noch mal ganz kurz hier zur Elsa. Mal sehen, ob wir sie irgendwann auch mitnehmen können. Nur mal so nachfragen. Hallo, du. Hallo, das meine hat Liebe. Spaß gemacht. Okay, das geht nicht. Das hat sich ja gelohnt. Okay, dann gehen wir einmal wieder zurück. Dann gucken wir doch nochmal, was die Türen da unten kosten. Ich schätze mal, wenn wir die beiden haben, dann könnten wir vielleicht die nächste öffnen. Ah, wie viel haben wir denn? Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Sehr beeindruckend. Du kannst jetzt die Welt eines cleveren kleinen Kerls namens Wally besuchen. Ich lüpfe meinen Hut. Der Schlüssel ist vor, ihn aufzulassen. Wollten ihn doch nicht erschrecken. Mann, gibt es hier viel Müll. Ich muss jetzt erstmal den Weg frei machen. Mal gucken, ob wir hier was Cooles ausgraben können. Energieprobleme. Ich komm sofort zu dir, Wally. Ich habe ja nur ein bisschen was zu tun. Ich helfe dir mal bei deiner Aufgabe hier. Okay, wir essen, wir essen, wir essen. 2, 3, 4. Hier ist echt viel Müll, ne? So. Mal ganz kurz gießen. Das mal zumachen. Wieso leuchtet das denn so? Das hier überall wieder, bin ich blöd? War das hier gerade schon wieder?
Ach, das ist hier, wo ich diese Dinger wegmache. Ach, deswegen glitzert das auch, weil das da drauf steht. Jetzt check ich es erst. Okay, okay. Hat ein bisschen gedauert. Was auch immer hier dann für Bäume wachsen. Hui. Hallo, ich bin Sisa. Wally. Hallo, Wally. Ich bin hier, um zu helfen. Ich will dich von hier wegbringen. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Ups, vielleicht war das ein bisschen zu heftig für Wally. Es tut mir leid, entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Wally, du kannst mir vertrauen. Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich werde etwas finden, um dich zu reparieren. Kannst du mir sagen, was los ist? Bist du kaputt? Ich finde was. Müll aufräumen. Sollte das so aussehen mit dem ganzen Rosa da gerade? Ich glaube nicht. Was ist das? Das ist das Werkzeug, was wir brauchen? Warte mal, wir müssen mal kurz... Das machen wir mal so. Das heißt, ich habe jetzt hier schon... Habe ich das... War das... Zählte das schon? Nein. Oh, du hast nichts für mich? Wie kann ich dir helfen? Direktive. Wally kann sich nicht bewegen. Ich sollte mich noch etwas ein bisschen helfen. Können wir hier was bauen, was ihm hilft? Funktioniert das schon nicht? Nicht so richtig, ne? Habe ich jetzt hier schon zu viel aufgeräumt? Oder bin ich nur blind? Ich suche das Reich. Das ist doch sein Reich, oder? Oder müssen wir zu Hause gucken? Sollen wir die mal wegpacken? Hier, ich sehe doch... Hier ist doch nichts. Bin ich nur blind? Ich kann doch hier überall auch nicht langlaufen. Muss ich einfach, weiß ich nicht, raus und wieder rein? Hätte ich in den Kühlschrank gucken können? In diesem Reich gibt es einen kleinen Roboter. Du musst sein Vertrauen gewinnen. Du hast gerade Wally getroffen und einen kleinen Roboter mit einer kaputten Kette. Raupenkette. Du beschließt ihm zu helfen, sie zu ersetzen. Erkunde Wallys Reich, durchsuche das Reich. Also, das ist doch eigentlich, muss es doch dann auch da drin sein, oder? Bin ich doof? Vielleicht bin ich auch doof. Wir gehen mal wieder rein. Sieht aber immer noch nicht so aus, als... Ach, Lager öffnen. Okay, aber es gibt ja nicht so viel. Können wir das pflanzen vielleicht? Wir nehmen mal alles mit, was hier drin ist. Ob dann das, ob es das wird, sozusagen. Ein ungewöhnlicher Samen kann er noch sprießen. Müssen wir sozusagen warten, bis diese Bäume wachsen, oder? Ja, ich würde sagen, wir erfahren in der nächsten Folge, was hier noch passieren wird. Wenn euch meine Folgen gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir mal ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und wenn es euch so gefällt oder auch nur ein bisschen gut gefällt, ist auch okay. Dann guckt gerne weiter meine Folgen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.